in unserem nächsten Vortrag spricht Container über das Thema, ist das Kunst oder ist das einfach nur schön? Nach einem kurzen Intro habt ihr hier die Möglichkeit, alle gemeinsam während des Vortrags mitzuzeichnen. Das heißt, wenn ihr euch vielleicht schon mal einen Satz Stift und Papier besorgen wollt oder ein Tablet oder eine Leinwand oder was auch immer euch halt hilft, euch dabei zu entspannen, dabei Spaß zu haben, macht das doch. Auch dies eine Form des verteilten Chaos. Und wer mag, kann gern hinterher das über Social Media verteilen. Das ist aber überhaupt nicht Pflicht. Es geht um den reinen Spaßfaktor. Und ich hoffe, ihr habt dabei viel Spaß. Und erinnert euch dran, ihr könnt ins Pad schreiben für alle Fragen, für alles Feedback. Und bei dem Vortrag werden wir das so machen, dass live, während ihr also alle gemeinsam zeichnet, ich immer mal wieder ein paar Fragen vorlese oder ein bisschen Feedback reinstreue. Und wünsche euch damit dann ganz viel Spaß. Ja, ich sage vielen Dank für diese nette Ankündigung. Insofern ganz herzlich willkommen zum, ich sage jetzt mal, kürzesten Teil des Ganzen. Wir werden uns ein bisschen kurz mit den Fragen beschäftigen, ist das Kunst oder ist das einfach nur schön? Bin da im Vorhinein schon gefragt worden, ob das nicht ein bisschen ironisch ist, ob das nicht doppelt gemoppelt ist. Das ist ein bisschen basierend auf dem Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Den fand ich schon immer ein bisschen gemein, weil selbst wenn das nur ein Farbklecks auf der Leinwand ist, hat sich ja irgendjemand mal was dabei gedacht und möchte damit etwas sagen und ausdrücken. Und deswegen finde ich die Frage, ist das Kunst oder ist das nur schön, immer ein bisschen netter. Kleiner Disclaimer vorweg. Ich bin sehr, sehr vieles, aber ich bin ganz bestimmt nicht perfekt. Und genau das ist der Punkt des Vortrags. Das ist der Grund, warum wir heute auch ein bisschen zusammen malen wollen. Es soll heute ein bisschen um Motivationen gehen. Es soll darum gehen, dass man sich mal was traut und vielleicht nicht immer drauf guckt, ob das Ergebnis jetzt perfekt ist oder nicht. Weil ich das ganz oft erlebt habe, dass Menschen mich angeguckt haben, mich gefragt haben, oh, du kannst so toll zeichnen, ich würde das auch so gerne können und ich traue mich das aber nicht. Und genau deswegen ist dieser Vortrag da, weil ich eben auch nicht perfekt bin und eigentlich auch, wie ihr jetzt vielleicht an den Bildern schon sehen könnt, eigentlich analog mehr zeichne als digital. Jetzt habe ich mir für den Vortrag ein Grafiktablet gekauft. Mal gucken, wie gut das geht. Ich bin jetzt eine Woche am Üben. Wir schauen mal. Ein bisschen was zu mir. Moin, ich bin Container. Ich komme aus dem schönen Flensburg und ich habe eigentlich schon immer ganz gerne gemalt, gerne gezeichnet, aber eigentlich meistens mit sehr viel Angst vor dem Ergebnis. Da gab es Perfektionismus, Bestreben, die ich nicht erfüllen konnte und deswegen war ich am Ende meistens von allem und jedem und am meisten von mir selber frustriert. Und habe deshalb sehr lange sehr wenig gezeichnet. Das hat sich dieses Jahr so im Januar, Februar, als das Ganze mit Corona losging, ein bisschen geändert. Da habe ich angefangen, wieder mehr zu zahlen und Ich habe angefangen, ein bisschen mehr zu malen und habe sehr viel Spaß dran gefunden und habe mich sogar ein bisschen gewundert, wie gut es plötzlich ging. Und zwar habe ich damals angefangen, ein bisschen mal mit Farben einfach rumzupanschen und dabei kam zum Beispiel dieser Keufisch raus und ich war völlig überrascht, dass ich sowas konnte. Ich habe so etwas noch nie geschafft. Ich war nie der Meinung, dass ich so etwas wie Kunst überhaupt machen könnte. Und plötzlich hatte ich da etwas vor mir, was an allen Ecken und Enden Fehler hatte, was anatomisch nicht korrekt war, was von den Farben her total komisch aussah. Da war Farbe auch übergelaufen, wo sie nicht überlaufen sollte. Und irgendwie war das trotzdem schön. Und dann habe ich noch einen gemacht, um zu gucken, war das ein Unfall? Und ich habe noch einen gemacht. Und ich habe noch einen gemacht. Und noch einen. Und irgendwie kam dabei heraus, dass das irgendwie trotzdem schön ist und dass ich dafür offenbar gar nicht so viel können muss, wie ich immer dachte. Ich habe dann ein bisschen weiter geübt, ein bisschen weiter gemalt. Dann kamen zum Beispiel solche Bilder dabei raus, die einfach random von mir gezeichnet wurden, wo ich immer wieder überrascht war, dass ich so etwas überhaupt wirklich kann und dass ich etwas erschaffen kann, was ich schön finde und was offenbar auch andere schön finden. Und ja, habe mich eigentlich über mich selber nur noch gewundert, weil ich das vorher nie geschafft hatte und es war nicht schwer und das war das Allerinteressanteste für mich.
dann auch nochmal Sachen aus meiner Schulzeit wiederentdeckt, wie Aquarellfarben, Farben, fürchterliches Thema eigentlich immer für mich. Konnte ich nie mit umgehen, war immer fürchterlich, sah scheiße aus und wollte ich eigentlich nie wieder anfassen. Und plötzlich kamen da aber solche Sachen bei raus und ich hatte nichts verändert. Und ich glaube, das war der Punkt, wo das ein bisschen anfing, dass ich sowas raustragen wollte, dass ich Menschen dazu ermutigen wollte, sich zu trauen, auch mal wieder Kunst anzufassen, auch auf die Gefahren, dass sie vielleicht nicht so viel können oder nie so viel Kunst gemacht haben. Und da kamen diese Ponys ins Spiel. Die habe ich irgendwann mal in der Schulzeit angefangen zu malen, so Kritzeleien auf dem Arbeitsbogen. Und ich habe gedacht, mit dem, was ich jetzt irgendwie zustande bringe, muss das doch möglich sein, davon mehr zu machen. Und was man an diesen Ponys sehr gut sehen kann, ist, es sind sehr, sehr einfache Formen. Da ist nichts großartig Kompliziertes dran. Die sind sehr stark simplifiziert. Und so etwas kann meiner Meinung nach jeder malen, der einen Stift in der Hand halten kann. Und genau deshalb wollte ich halt heute hier sein und das machen. Und habe einen Kanal gefunden auf YouTube, der heißt Kritzelpixel. Das ist eine ganz großartige Frau, die mir etwas erzählte von Kunst und dem Handwerk Kunst. Und plötzlich macht es für mich sehr viel Sinn, warum ich meine Bilder plötzlich schöner fand. Weil sie wirklich reine Kunst sind. Kunst ist erstmal alles, was etwas ausdrückt, was eine Geschichte erzählt oder was irgendwelche Gefühle auslöst. Und das Faszinierende ist, für Kunst selber muss ich nicht viel können. Das, glaube ich, kann jeder bestätigen, der mal einen Eimer Farbe auf eine Wand gekippt hat. Das sieht irgendwie ganz nett aus, da ist ein Muster dabei, aber viel gekonnt hat man dafür eben auch nicht. Aber trotzdem macht das manchmal was mit einem. Wenn man ein schwarzes Bild in einen Flur hängt, dann hat das auch manchmal schon eine Auswirkung, ohne dass es dafür viel braucht. Ich kann mit Strichmenschen eine ganz großartige Geschichte erzählen, ohne dass das irgendein Problem ist. Und ich kann aber auch auf der anderen Seite, wenn ich jetzt darauf bestehe, dass ich genau das, was ich in meinem Kopf habe, auf Papier bringen möchte, kann ich das Handwerk Kunst lernen. Und das Faszinierende ist, dass das gar nicht viel mit Können oder mit Talent zu tun hat, sondern mit Üben, mit sich dransetzen und immer weitermachen, egal ob das Ergebnis jetzt gerade perfekt ist oder nicht. Genau dafür sind Übungen da, dass ich eben erstmal meine Fehler machen kann, dass ich mich ausprobieren kann, dass ich üben kann, wie ich es vielleicht besser machen möchte. Und da komme ich auch mal auf ein paar Twitter-Accounts zu sprechen, die ich euch ein bisschen auch ans Herz legen möchte, weil wir da eben auch sowas haben. Die Kunst kann mit einem Strich Menschen wunderbar erzählt werden. Ist lieb, ist ein großartiges Beispiel dafür. Erzähl mir nix. Kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch. Oder auch Krieg und Freitag, der auch jeden Sonntag zum Beispiel Kunst-Challenges raushaut, mit denen man sich dann ein bisschen herausfordern und üben kann. Und was ich eben an diesem Comic ganz toll finde, jeder von uns kann so einen Strich Menschen malen. Wir haben das hunderte Male getan, wenn wir zum Beispiel in der Schule Geigenmännchen gespielt haben. Jeder von uns hat das hinbekommen, da einen Strich Menschen zu malen. Und ich glaube, dass viele unterschätzen, wie viel sie alleine mit diesen paar Fähigkeiten schon zustande bringen können. Und genau deswegen möchte ich euch dazu ermutigen, auch nachher eben mitzuzeichnen. Weil die Frage ist, was muss ich denn jetzt wirklich können? Und ich persönlich bin der Meinung, das Einzige, was ihr wirklich können müsst, ist einen Stift in der Hand halten und ihn über ein Blatt Papier führen. Das ist das Einzige, was ihr wirklich können müsst. Und alles andere kommt entweder von alleine oder muss euch eben vielleicht auch einfach nur gefallen. Auch hier habe ich wieder Zeichnungen rausgesucht, die habe ich irgendwann mal gemacht. Das sind keine komplizierten Formen. Einen halbwegs erkennbaren Kreis kriegt jeder hin. Jeder kann einen Strichmenschen malen. Und deswegen möchte ich euch einladen, eben heute ein bisschen mitzumachen, da Kunst ist alles. Alles, was irgendetwas ausdrücken möchte, was etwas erzählen möchte und auch alles, was in euch Gefühle oder Ähnliches auslöst. Was eine Kommilitonin von mir noch ans Herz legte, wenn du nicht mehr diskutieren möchtest, dann ist Kunst das, was im Museum hängt. Wenn ein Farbklecks auf einer Leinwand in einem Museum hängt, dann kann keiner mehr sagen, das ist keine Kunst. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Motto, auch wenn meine Kunst natürlich nicht im Museum hängt oder hängen muss. Aber wenn ein Farbklecks im Museum hängt und als Kunst gilt und das auch zurecht tut, weil er
mit einem Gedanken auf die Leinwand gebracht wurde, weil er etwas ausdrücken soll, weil er eine Geschichte erzählen soll oder weil es vielleicht in irgendeinem Menschen auf diesem Planeten etwas Bestimmtes auslöst, dann kann auch ich als normaler Mensch, der nicht im Museum hängt oder das professionell macht, Kunst machen, die Menschen mögen oder die vor allem ich mag und an der ich Spaß habe. Und deswegen soll genau das auch im Vordergrund stehen. Wir wollen heute einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen uns an die Stifte wagen und uns einfach mal trauen. Und ich werde jetzt einmal überwechseln zu Greta, was mein persönliches Zeichenprogramm der Wahl ist. Wie gesagt, ich bin analoge Künstlerin. Ich habe jetzt vor allem mit Aquarell gemalt, ich habe mit Bleistiften ganz viel gemalt, aber ich habe wenig mit Grafiktablets gemalt. Dieses Grafiktablet ist ziemlich neu für mich. Erwartet also nichts, was krass großartig ist, aber genau darum soll es ja gehen, dass wir einfach mal was tun, einfach mal was machen. Deswegen werde ich jetzt auch einfach mal anfangen mit einem sehr einfachen Mandala. Mandala ist eine ganz großartige Möglichkeit, einfache Formen zu üben und sie vor allem gezielt zu üben. Das heißt, wenn ihr jetzt so ein Mandala zum Beispiel malen möchtet, dann könnt ihr schon einfach beim Malen bestimmte Sachen üben. Jetzt mal ein bisschen was Dickeres. So. Ja, das ist besser. So, das heißt, ich werde jetzt im Grunde eigentlich euch das zeigen, was ich die Woche über, die ich jetzt dieses Tablet erst habe, das ist jetzt erst eine Woche alt, werde ich euch jetzt so ein bisschen zeigen, was ich so gemacht habe, was ich geübt habe. Ihr werdet da jetzt keine große Magie sehen, sondern ihr werdet einfach so ein bisschen miterleben, wie ich versuche, meine Fähigkeiten an diesem Grafiktablet ein bisschen zu verbessern, weil tatsächlich Zeichnen am Grafiktablet etwas ganz anderes ist als analog zeichnen. Und ich würde sagen, falls schon Fragen da sind, dürfen die gerne schon reingeworfen werden. Also füllt das Pad mit Fragen, mit Philosophien, mit Statements, mit Feedback, mit was auch immer ihr möchtet. Ziel wäre jetzt für den Rest der Veranstaltung, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen, dass wir ein bisschen uns austauschen, ich vielleicht Fragen beantworte und ihr einfach, wenn ihr die Lust und Zeit habt, einfach mir ein bisschen entweder zuseht, wenn ihr euch einfach nur dabei entspannen möchtet oder, was natürlich am besten das Ziel des Vortrags werdet, euch vielleicht traut, mal wieder einen Stift in die Hand zu nehmen und einfach mal zu probieren, einfach mal zu machen und mal zu gucken, was dabei rauskommt. Denn genauso sind zum Beispiel eben auch meine Kois entstanden. Ich habe einfach mal angefangen, mit Farbe rumzupunchen, obwohl ich Farbe immer gehasst habe, mit Farbe überhaupt nicht umgehen konnte, immer unzufrieden war. Und da ist das erste Mal, in dem Moment, wo ich nicht drauf geachtet habe, etwas bei rausgefallen, was ich zum ersten Mal Kunst schimpfen mochte und selber auch leiden konnte. Und genau deswegen ist manchmal Nachdenken und auch über Kunst nachdenken gar nicht so der förderliche Punkt, einfach mal ein bisschen probieren, ein bisschen machen und einfach mal miteinander ein bisschen über Kunst quatschen. Und ich bin sehr gespannt, was man vielleicht dann so alles auf Twitter oder den anderen einschlägigen sozialen Netzwerken am Ende zu sehen bekommt. Und damit werde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen weitermachen. Gibt es denn schon irgendwelche Fragen oder Statements? Also Fragen noch nicht, aber du hast auf jeden Fall schon mal die erste Person motiviert. Yay, dann habe ich schon mal mein größtes Ziel für heute erreicht. Die sowohl deinen Vortragsstil lobt, als auch darauf hinweist, dass sie mit Kunst bisher nicht viel zu tun hatte, jetzt aber auf jeden Fall auch mitmachen wird. Oh ja, bitte. Also man muss ja auch bedenken, ihr müsst ja nicht nur einfach malen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel im Videoschnitt Bewanderter seid, dann macht auch das. Wenn ihr mit Musik umgehen könnt, dann macht sowas, weil Kunst ist ja auch so viel mehr als Zeichnen. Das ist alles, womit ich irgendwas ausdrücken kann, ist ja Kunst. Das heißt auch, wenn ihr zum Beispiel schreiben mögt, wenn ihr ein Gedicht schreiben mögt oder sowas, macht auch das bitte. Dass wir wirklich vielleicht auch ein ganz breites Feld von Kunst abbilden können und vielleicht auch ein bisschen was dagegen tun können, dass Menschen sich nicht einfach nur denken, wenn sie Kunst machen wollen, dann müssen sie zeichnen können. Das wäre auch ganz toll. Aber das freut mich sehr, dass da schon die Ersten sagen, cool, wir machen mit. Das ist ja super geil. Also ihr seid herzlich willkommen. Ich freue mich tierisch. Und vielen Dank auch nebenbei noch für das Lob.
obwohl ich das nicht gedacht hätte. Ich bin gerade eben super aufgeregt gewesen. Und ich glaube, auch wenn ich nachher meine Notizen angucke, werde ich merken, dass alles, was ich mir vorgenommen habe, völlig über den Haufen geschmissen wurde. Versucht jetzt im Vorhinein noch mal so ein bisschen mich inspirieren zu lassen, Mandala-Motive gesucht und versucht zu gucken, was kann ich überhaupt malen. Auch Mandala malen, bevor ich ein Grafiktablett hätte, habe ich das überhaupt nicht gemacht, obwohl man das auch analog sehr schön machen könnte. Sollte vielleicht etwas mal sein, was ich übe. Und die sind ganz großartig, weil man sich wirklich ganz toll auch einfach mal da reinstürzen kann und einfach mal bei jedem Element neu guckt, was möchte ich jetzt machen? Möchte ich hier vielleicht einen Kreis reinmalen? Ja, ich möchte hier einen Kreis reinmalen schließlich. Also male ich da mal Kreise rein. Das sind auch so Vorgänge, wo man sich wunderbar überraschen lassen kann, wie das Endergebnis am Ende aussieht, wo man das überhaupt nicht weiß. Das macht sehr viel Spaß, wenn man wirklich von sich selber überrascht ist, wie kreativ man eigentlich ist. Auch etwas, wofür viele Menschen Angst haben, denken, Kreativität, das ist ein unheimlich krasses Talent, damit muss man geboren sein. Und dabei ist Kreativität etwas, was man wunderbar lernen und üben kann. Es überhaupt nicht so viel Aufwand braucht. Irgendjemand hat es mal so schön gesagt, Kreativität ist die Rekombination von Bekanntem. Und das fand ich sehr großartig, weil ich danach ein paar meiner geschriebenen Geschichten zum Beispiel mal anguckte und feststellen musste, wie viel ich eigentlich von anderen Künstlern übernommen habe und es abgeändert habe für das, was ich gerne wollte, was ich brauchte. Das sieht auch gar nicht schlecht aus, aber ich glaube, ich möchte hier unten noch ein bisschen was reinhaben. Können wir jetzt hier machen. Ja, das ist doch nett. Auch, ja, den letzten machen wir auch. Kommt auch noch was rein. Das wieder. Noch irgendwas, was gerade zufällig ins Pad geflattert ist? Im Moment haben wir da tatsächlich nichts, aber ich hätte da eine absurde Idee für Menschen, die sich trauen, was hinterher zu teilen. Die können natürlich auch durchaus mal zusetzen, ob man das eventuell auch zeigen könnte. Vielleicht lass uns ja die Zeit, am Ende mal 5 Minuten zu gucken, was denn der Rest der Welt gemalt hat. Oh ja, wirklich sehr gerne. Auf jeden Fall. Da können wir gerne mal drauf gucken. Und ansonsten gilt natürlich weiterhin, das Pad ist offen und stellt eure Fragen. Eine hätte ich gerade noch, das ist das Thema bezogen auf deinen Vortragstitel. Ist das Kunst oder ist das nur schön? Bedeutet das nur, dass Kunst schön sein muss?
Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt Kunst, die unheimlich hässlich ist und Kunst, die auch unheimlich verstört. Es gibt auch Menschen, die finden, dass Kunst immer verstören muss. Das ist gerade das Schöne an Kunst, dass du eben sehr viel immer überlegen und diskutieren kannst. Und es gibt nicht eine Meinung für Kunst, finde ich persönlich. Es gibt keine richtige Kunst, es gibt keine falsche Kunst, es gibt nur eben das, was eventuell etwas in dir auslöst. Und wenn etwas hässlich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, dass ganz viele Kriegsveteranen durchaus ihre Kunst nutzen, um schlechte, fürchterliche Erlebnisse zu verarbeiten, das ist eventuell keine schöne Kunst, das ist kein schönes Bild, ein Schlachtfeld zu sehen oder ähnliches. Das ist wirklich nicht schön und das möchte auch kein Mensch der Welt eigentlich sehen. Und trotzdem drückt diese Kunst etwas aus und ist für einen Menschen vielleicht auch mal ganz wichtig gewesen, um damit etwas rauszulassen, um etwas loszuwerden. Und genau das macht Kunst eben aus, dass sie so viele Gesichter hat, dass sie nicht nur schön ist, dass sie vielleicht auch wirklich, wirklich hässlich ist, vielleicht auch wirklich schockiert und uns auseinandertreibt und uns diskutieren lässt. Das ist etwas, was ich an Kunst eigentlich schon immer toll fand, dass man eben nicht nur das Schöne damit ausdrücken kann, sondern eben auch das ganz Fürchterliche. Und damit eigentlich ein ganz großartiges Ventil für jeden Menschen sein kann, der sich irgendwie mit irgendeiner Kunstform identifizieren kann. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass nicht nur Malerei Kunst ist, sondern auch Musik Kunst ist. Ich kann mit Musik großartig meine Gefühle in die Welt rausschreien. Oder wenn ich zum Beispiel nicht singen kann, dann kann ich vielleicht tanzen. Auch das ist eine Kunstform. Theater ist eine Kunstform, Schreiben ist eine Kunstform. Alles, womit ihr irgendwie eure Gefühle rausschreien könnt in die Welt, das ist alles Kunst und das ist alles ganz großartig und hat eine ganz großartige Berechtigung. Genauso wie auch das, was ich hier zum Beispiel gerade mache, eine Berechtigung hat. Das ist, handwerklich ist das absolut fürchterlich, was ich hier gerade mache, aber es entspannt mich gerade. Es bringt einige von euch vielleicht dazu zu sagen, hey, die Linien sind krakelig, meine Linien sind auch krakelig. Ich mache das auch mal, ich probiere das einfach mal aus und versuche einfach mal, was dabei passiert. Und ob das nun am Ende wirklich nur schön ist, ist eine Frage. Aber wie gesagt, diesen Titel, den wähle ich vor allem so, weil ich diesen Satz, ist das Kunst oder kann das weg, den finde ich, ich finde den nicht schön. Kunst kann nicht weg. Kunst hat immer irgendwie einen Sinn. Manchmal ist dieser Sinn einfach nur schön sein und das ist natürlich der netteste Sinn von Kunst. Aber Kunst, manchmal möchte sie eben auch schockieren, manchmal möchte sie erschrecken und manchmal möchte sie Menschen zum Beispiel dazu bringen, sich nicht in Kriege zu begeben oder ähnliches oder von Vergewaltigung zu erzählen oder von Missbrauch zu erzählen. Auch das tut Kunst manchmal. Und diese Kunst, so hässlich sie vielleicht auf den ersten Blick auch ist, hat genauso ihre Daseinsberechtigung wie ein schönes Mandala oder ähnliches. Okay, und gibt es für dich dann überhaupt etwas, was ein Gegenteil zur Kunst wäre oder sein könnte? Oh, das ist eine gute Frage. Was könnte ein Gegenteil zur Kunst sein? Das Gegenteil von Kunst wäre ja, nichts auszudrücken. Also sich in keinster Form zu äußern. Und da wäre dann die Frage, wie kann sowas Gestalt annehmen? Kann so etwas überhaupt Gestalt annehmen? Das wäre da vielleicht auch eine Frage, die man stellen müsste. Und ich muss sagen, ich könnte die auf Anhieb nicht beantworten. Aber es ist eine sehr spannende Frage. Weil selbst wenn ich jetzt mit nichts verbinde, einen weißen Raum zu haben, auch ein weißer Raum kann ja etwas ausdrücken wollen. Und dann, ne? Also so gesehen wäre ja fast alles eigentlich Kunst. Also auch meine Klamotten, die Art und Weise, wie ich meine Haare mache, kann etwas ausdrücken. Und eigentlich finde ich das fast den schöneren Gedanken, dass es vielleicht auch kein Gegenteil zur Kunst gibt und eigentlich alles ein bisschen Kunst ist. Also dass Kunst überall und immer irgendwie da ist. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Aber eine sehr gute Frage. Das ist eben, ne, da kann man ganz toll philosophieren, weil Kunst da auch nicht immer nicht einfach ist und nicht
nicht eindimensional sein kann oder selten ist. Jetzt haben wir hier jemanden, der betont, dass derjenige oder diejenige, dass jemand ist, der oder die Kunst sehr mag, die mit Technik arbeitet. Also zum Beispiel Floppy-Musik oder Schmuck aus Platinen oder ähnliches. Und die Frage ist, ob es noch weitere Kunstformen gibt, die irgendwie mit Technik oder mit Computerteilen arbeiten. Da könnte man jetzt natürlich argumentieren, dass auch jeder Computercode eine gewisse Ästhetik für jemanden haben kann, der vielleicht, was weiß ich, ein Faible für sehr aufgeräumten oder sehr unordentlichen Code hat. Also ich glaube, dass jeder Computer selbst in seiner Funktionsweise eigentlich schon eine gewisse Art von Kunst ist. Eine sehr eigenwillige eventuell, aber es ist eine Kunst. Es ist auch eine Kunst, neue Dinge oder Dinge neu zu ordnen, um daraus was Neues zu erfinden. Oder so würde ich es jetzt tatsächlich gerade verstehen. Manchmal ist da vielleicht gar nicht die Frage, wo Kunst nicht ist, sondern wo wir vielleicht Kunst im Alltag sehen können, ohne dass sie uns besonders auffällt. Und ich glaube, Technik ist da ganz bestimmt ein Teil davon, was der Mensch alles an Kreativität aufgebracht hat, um an einen technischen Punkt zu kommen, wo er jetzt ist. Das ist eigentlich auch schon eine Kunstform, oder nicht? Kann ja vielleicht jemand da draußen im Pad beantworten, ob er das ähnlich oder anders sieht. Er, sie, es. Wie ihr möchtet. Also gerne auch da mich korrigieren, falls ich da gerade Mumpitz erzähle. Lasst uns da gerne diskutieren und überlegen. Ich bin halt einer dieser Menschen, der sagt, ich muss für Kunst nicht viel können. Kein Mensch muss für Kunst viel können, um etwas zu erschaffen, was er gerne mag oder was etwas ausdrückt. Und es gibt so vieles, was etwas ausdrückt und wo wir so selten im Alltag drauf achten und was ich persönlich eigentlich immer schade finde. Magst du mir sonst irgendwann mal Bescheid sagen, wenn wir so auf die letzten 10 Minuten zugehen, dass man da vielleicht mal ein bisschen schauen kann, was die Leute gemalt haben oder sonst so in die Welt rausgeschmissen haben, weil ich habe gerade nicht wirklich die Uhr im Blick. Na klar. Ich verliere mich gerade wieder ein bisschen, so wie ich das so gerne tue, wenn ich anfange, einen Stift anzufassen. Ja, aber darum geht's doch eigentlich auch, oder? Natürlich, aber deswegen brauche ich da ein bisschen deine Hilfe, dass wir ja da auch die Menschen, die jetzt was raushauen in die Welt, auch würdigen. Mhm, verstanden. Das wäre ganz toll. So, ich habe das erste Papier jetzt fast gefüllt. Ups, das wollte ich gar nicht. Ups, den hätte ich gerne wieder, genau. So. Ne, ich finde die Lücke da noch zu groß, da muss noch was hin. Ja. Ja, das ist doch was ganz Nettes. Wenn wir noch Zeit haben, fange ich auch noch mal Neues an. Und ups, scheiße. Ja, wenn man nicht genau aufpasst, na gut. Dann fangen wir halt wieder an. Ich dachte so.
Der nicht. Das war ganz eigenes. Nee, den hätte ich gerne wieder. Hier wird gerade noch gefragt, ob du einen favorisierten Hashtag hast, mit dem die Leute ihre Kunstwerke posten sollen. Vielleicht tatsächlich den Hashtag, das ist Kunst. Dann würde ich das mal so auch ins Pad schreiben, dass das Leute auch finden. Das darfst du sehr gerne. Ich habe das im Vorhinein mir auch schon mal überlegt, aber hatte da keine einschlägige Idee, aber... Manchmal ist ja die Spontanität auch die beste Idee, die man haben kann. Wenn ich jetzt nicht gerade nachher wieder zu doof bin und auch dieses wieder lösche, werde ich meinen Mandala hier wahrscheinlich auch nochmal irgendwie unter meinem Twitter-Account verwursten. Nochmal raushauen. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das machen wir nochmal anders. Das ist der Vorteil tatsächlich an digitaler Art. Ich kann sehr viel ausprobieren und dann im Zweifelsfall auch wieder löschen. Das muss ich wirklich sagen. Weil ich mich ansonsten mit einem Pinsel mal ein bisschen wohler fühle, aber so lernt man nicht aus. Vielleicht auch nicht ganz symmetrisch. Guck mal. Ich wieder mein Schleifchen hin. Was hier gerade noch so als Frage reinpolt in den Chat ist, denkst du, dass Maschinen Kunst erzeugen können? Oh, sehr spannende Frage. Insofern, es gibt einen Poetry Slam Künstler, der seit Corona auch relativ viel auf YouTube unterwegs ist. Der heißt Fabian Navarro. Den kennen vielleicht einige auch. Und der hat tatsächlich einen Bot geschrieben, der Poems schreibt. Also kurze, ich glaube, paarzeilige Gedichte. Und da kam nämlich auch, glaube ich, ganz stark die Diskussion aus. Da bringt, glaube ich, gerade ein Buch auch dazu raus. Und da, glaube ich, gibt es noch ganz viel Diskussion. Also ich persönlich würde sagen, ja, das ist Kunst. Und das ist aber auch faszinierenderweise, dadurch, dass dieser Bot ja mal geschrieben worden ist von Navarro, ist das fast immer noch Kunst, die am Ende von einem Menschen zumindest in Gang gesetzt wurde, selbst wenn der Bot das jetzt selbstständig tut. Aber ja, wenn wir Menschen eine Maschine dazu anleiten, dann kann eine Maschine, denke ich, auch Kunst erzeugen. Also ich meine, im Grunde ist das, was ich hier ja gerade mache, auch eine Art Maschinenkunst, weil ich ja eben nicht mit einem Pinsel auf Papier male, sondern eben mit einem Stift auf einer schwarzen Fläche. Da ist ja, also ich habe ja noch nicht mal die normale Hand-Augen-Koordination, die ich sonst immer bei einem Kunstwerk habe, weil ich ja gar nicht meine Hand angucke, sondern die ganze Zeit nur den Bildschirm angucke. Ist ja auch eine Form von, ja, technisierter Kunst. Also sicher. Da glaube ich ganz fest, wenn ich so will.
Und hast du, ich gehe jetzt mal auf dein Beispiel mit dem Gedicht, weil es auch zum Fragenstream gerade recht gut passt. Gerne. Glaubst du, dass KI Kunst machen wird, beziehungsweise dass KI ein Verständnis von Kunst entwickeln wird? Da sind wir, glaube ich, in einem ganz, ganz stark philosophischen Bereich mit, also ich glaube, die letztendliche Antwort auf dem heutigen Stand ist, weiß man noch nicht. Aber wenn ich in so einem Kontext darüber diskutiere, ob eine KI irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickeln kann, dann würde da auch mit dranhängen, also wenn ich davon ausgehe, dass eine KI das eventuell irgendwann mal kann, ein eigenes Bewusstsein entwickeln, eventuell sogar eigene Gefühle entwickeln, dann müsste ich in der Konsequenz auch sagen, ja, dann würde diese KI im Zweifelsfall ja auch ein eigenes ästhetisches Verständnis entwickeln. Ne, aber da sind wir dann auch wirklich auf einem ganz, ganz philosophischen Level, was wir noch nicht wirklich beantworten können, wo man vielleicht auch fragen muss, ob man das möchte, dass eine KI soweit ein Bewusstsein entwickelt. Ja, wo ich es eigentlich ganz spannend finden würde, wie das ästhetische Denken einer Maschine aussieht. Ja, ich bringe das gerade so ein bisschen zusammen mit dem, was du vorhin argumentiert hast, dass ja eigentlich jede Ausdrucksform Kunst ist. Mhm. Und damit wäre ja die Definition dann nur, dass eine KI sich ausdrücken muss, um Kunst zu produzieren. Ja, guter Punkt. So ein Detail gerade gar nicht mit einbezogen, aber ja. Aber die Frage ist ja, drückt die KI dann einen Menschen am Ende immer noch aus, was glaube ich jetzt noch der Fall ist? Also wenn ich jetzt auch mich weiter auf den Poetenbot da beziehe, dann drückt er ja, ist er im Moment auf einem Stand, wo er gelernt hat, die Ästhetik oder die Gedanken des Programmierers auszudrücken. Am Ende immer noch, weil derjenige hat ja den Code geschrieben. Also ich glaube, wir sind da noch nicht auf einem Level, wo das so krass selbstständig auf der technisierten Ebene ist. Wenn damit halbwegs klar wird, was ich meine. Ja, interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ich finde die ganze Diskussion gerade super spannend. Das war etwas, womit ich nicht gerechnet habe, dass wir, also klar, philosophieren habe ich irgendwo gedacht, aber irgendwie habe ich nicht erwartet, dass wir bei den KIs landen, obwohl es natürlich beim Chaos natürlich nicht so erstaunlich wirkt am Ende. Ja, auch nicht. Und vielleicht während Menschen noch über Fragen nachdenken, gerne auch mal mit darüber nachdenken, gefällt euch denn dieses Format? Würdet ihr das gerne nochmal? Auch dazu bitte gerne Feedback mal reinschreiben ins Pad, wie es euch damit geht, ob euch das gefällt, ob ihr euch dabei entspannen könnt, ob das interessant ist. Oh, es wird weiter philosophisch. Oh ja. Ja, damit. Lasst die Köpfe rauchen. Wenn alles Kunst ist, ist dann nicht nichts Kunst? Und darauf aufbauend, kann Kunst alleine ohne einen Rezipienten oder Kritiker existieren? Gute Frage. Wirklich gute Frage. Finde ich tatsächlich schwer zu beantworten, weil auf der einen Seite
wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kunst betrachte, meine Kunst mache ich im Moment vor allem für mich. Und es gibt auch relativ viele Kunstwerke, die bei mir in der Schublade liegen, die hat nie ein Mensch gesehen. Ich persönlich würde die trotzdem als Kunstwerke bezeichnen. Auch wenn sie nie ein Mensch außer mir gesehen hat. Und dadurch, dass ich sie selber gemacht habe, würde ich mich jetzt nicht unbedingt als Rezipienten meiner eigenen Kunst bezeichnen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, Kunst etwas, was so höchst individuell ist, dass der Rezipient aus einem Werk auch seine eigene Kunst irgendwo macht. Also, weil ich Kunst aus einem bestimmten Grund schaffe und herstelle, heißt das noch lange nicht, dass jemand genau dasselbe bei diesem Kunstwerk empfindet, wie ich das getan habe oder das aus demselben Grund vielleicht schön findet, wie ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so überhaupt beantwortet werden kann. Vielleicht auch ein gewisses Paradoxon. Sehr spannend. Ich glaube, das wird eine Frage sein, die ich mir jetzt noch sehr lange stellen werde. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch durchaus faszinierend. Das kann und muss ja vielleicht auch nicht alles beantwortet werden. Oder hundertprozentig beantwortet werden, gerade wenn es um Philosophisches geht. Das machte für mich auf jeden Fall immer einen Reiz der Philosophie aus. Ich will ja nochmal Neues. Und ja, du hattest recht mit dem Punkt, die Menschen gehen nochmal mehr in Richtung KI. Ist eine Kunst, die von einer KI geschaffen wurde, weniger wert als in Anführungsstrichen von Hand geschaffene Kunst? Ich würde mal von Hand geschaffen gleichsetzen mit von Menschen geschaffen. Das würde ich, glaube ich, an der Stelle auch tun, ja. Ups. Ist die weniger wert? Ich glaube, ich würde die Frage anders stellen, ob Kunst ihren Wert nicht auch irgendwo aus sich selbst generiert, weil, wie gesagt, ich ja nie sagen könnte, ob jetzt wirklich jemand meine Kunst aus denselben Gründen schätzt oder ansieht, wie ich das mache, das nicht vielleicht da dann auch? Ich denke gerade ganz viel nach, während ich rede. Also deswegen kann es auch gut sein, dass hier jetzt nicht alles absoluten Sinn ergibt, was ich hier erzähle. Aber ich würde erstmal sagen, nein, die ist nicht weniger wert. Aber es ist halt, es ist vielleicht wieder eine neue Ebene von Kunst, wo man Kunst vielleicht nochmal in Ebenen oder Sphären betrachtet, auf die nie ein Mensch vielleicht gekommen ist oder gekommen wäre. Vielleicht gibt dir der Ansatz etwas Mut im Sinne von, du denkst gleichzeitig, während du sprichst, dass Menschen deinen Vortrag aber als eine spannende Idee halten und ich lese es jetzt einfach mal so vor, wie es da steht. Ich mag Vorträge, die viel Wissen vermitteln, aber der Ansatz hier ist natürlich philosophischer und entspannender, gerne öfter mal. Ich glaube, das kannst du dir hoch anrechnen. Das ist, nehme ich auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Kompliment mit. Vielen, vielen Dank. Und weil es war ja nun wirklich auch ein Experiment. Ich habe diesen Vortrag auch wirklich unheimlich spontan eingereicht, eigentlich mit dem Gedanken, ach, wer will sich das schon angucken? Das nimmt doch werden sie nie annehmen. Dann kam plötzlich die Mail mit, ja, wir hätten den gerne. Also das, ich meine, war aber auch von Anfang an als so kleines Experiment gedacht und ich freue mich sehr, dass es Menschen gibt, die diesen Ansatz mögen. Das schlägt sich beim nächsten auch wieder. Zitat, ich mag das Format, male nebenbei Mandalas aus und habe auf dem Tablet ein Männchen gekritzelt, mal was anderes als das, was ich sonst so mache. Also anregendes Format, finde ich.
glaube, das kannst du dir echt hoch anrechnen. Ich freue mich auf jeden Fall gerade, wie nur mich gut fährt. Ich denke, man sieht es mir auch an. Also das sind wirklich, das sind riesige Komplimente, Leute. Vielen, vielen Dank. Aber dann muss ich auch wirklich sagen, also ich habe ein bisschen Befürchtung gehabt, dass ich vielleicht nicht das Ziel erreiche und Menschen motiviere, sondern eben viele Leute eher sagen, ach, was, Motivation habe ich von selber. Gibt ja nun mal auch wirklich, es gibt so viele Künstler auch im Chaos. Also was allein auf dem Kongress an Kunst rumsteht, da habe ich jedes Mal so viel Freude dran. Und gehe da immer mit so, im Grunde mit Kinderaugen eigentlich durch diese Hallen und bin davon begeistert, was Menschen wieder mitgebracht haben, was Menschen in einem Jahr wieder geschaffen haben. Und ich habe manchmal einfach den Eindruck, dass, ne, dass Leute eben denken, ah, ich kann nicht richtig zeichnen, ich traue mich nicht. Und wenn das jetzt eben so ist, dass Leute hier sitzen und einen Strich Menschen gemalt haben, ein Mandala ausmalen und daran Freude haben und das entspannend finden, dann habe ich alles erreicht, was ich mir nur irgendwie erträumen konnte. Also von daher vielen, vielen Dank für das große Lob. Hast du noch Motivation für zwei weitere Fragen? Ja, auf jeden Fall. Hier möchte jemand wissen, ist Kunst immer ein kreativ schaffender Prozess oder kann Kunst auch zerstörende Kunst sein? Oder kann auch Zerstörung Kunst sein? Ich würde anders, glaube ich, zurückfragen. Wer sagt denn, dass ich mit der Zerstörung nicht auch etwas erschaffe? Also wer sagt denn, dass die reine Zerstörung nicht auch ein Prozess des Schaffens ist? Weil ich schaffe ja im Grunde dann, wenn ich jetzt mal ganz, ganz radikal bin, ich schaffe ja einen Müllhaufen, der vorher nicht da war. Und wenn in dem Moment, wo ich das mache, wenn in dem Moment, wo ich zerstöre, vielleicht mein Gefühl ist Wut, Verzweiflung und ich will das irgendwie rauslassen und irgendwie in die Welt tragen, ja, dann kann auch das Kunst sein. Ich denke schon. Das findet eventuell nicht jeder ästhetisch, aber auch der Grund, aus dem ich Kunst mache, muss nicht unbedingt der Grund sein, aus dem jemand das, was ich tue, als Kunst sieht. Also, ja, ich denke schon. Okay, und jetzt kommt die Bonusrunde bei den Fragen. Was machen wir denn im Dezember am RC3 mit der ganzen Kunst? Wie kriegen wir das in den virtuellen Raum? Oh. Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt nicht, da bin, muss ich natürlich irgendwo sagen, ich bin leider nicht der Mensch, der sehr begabt ist, wenn es um Code oder Ähnliches gibt. Aber wenn da Leute Lust haben, da einen Raum für den Dezember zu schaffen, in dem man das machen kann, da würde ich mich riesig freuen. Das wäre doch ganz toll, wenn man sich da zum Beispiel zu einer Art Malcafé treffen würde. Ja, also im Grunde müsste das ja so eine Art Ebene sein, wie das sonst auf dem Kongress gab es ja, glaube ich, immer so eine kleine Kunst-Area, wo technische Kunst ausgestellt wurde. Und wenn man das irgendwie mit, ne, zum Beispiel mit Videos oder auch mit, man kann da ja auch gucken, was man mit Programmierung nicht alles machen kann, was man da vielleicht vorstellen kann. Also ich glaube schon, dass da viel möglich ist. Da bin ich nur leider nicht der Mensch, der das umsetzen kann. Aber ich könnte mir das super vorstellen und ich würde das, glaube ich, ganz toll finden. Ein Raum, der von der Community im Vorhinein und währenddessen gestaltet wird und am Ende hat man eine riesige Kunstausstellung mit allem möglichen Kram, den die Leute gemacht haben. Das würde ich ganz großartig finden. Ich glaube, hier pflichten hier gerade Menschen bei und schreiben, ich stimme zu, der Kongress ist Kunst, Daumen hoch. Ja, ich meine, gut, wir sind ja nun mal auch ein verrückter, kreativer Haufen.
Deswegen gibt es sehr viele Teile des Chaos überhaupt nur. Ne? Oder Hacken eigentlich ja auch. Hacken heißt ja im Grunde auch nichts anderes. Etwas nehmen, was für etwas gedacht war, und es einem neuen Zweck zuführen. Das braucht auch Kreativität. Das ist bestimmt auch eine Art Kunst, wenn man dem eine eigene Ästhetik abgewinnen kann und möchte. Und falls du hinterher mal Gelegenheit dazu hast, hier gibt es noch in den Anmerkungen einen Hinweis auf eine Website, die sich explizit dem Thema KI-gestützte Kunst widmet. Oh, das klingt sehr gut, ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist und immer mehr diskutiert worden ist. Und das ja auch nun auch wirklich nicht zu Unrecht. Ich meine, wir leben ja immerhin im 21. Jahrhundert. Raus. Oh, hier kommt gerade die Idee auf, dass man ja vielleicht beim RC3 das Logo als Mandala gestalten könnte, es als Ausmalvorlage bereitstellt und dann alle gemeinsam daran arbeiten könnten, während man zusammen über Kunst philosophiert. Das, glaube ich, wäre eine schöne Veranstaltung als Workshop, ja. Vor allem auch da, ich meine, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Menschen das gleiche Mandala ausmalen und die sehen alle anders aus. Da sind Farbkombinationen drin, wo ich manchmal dann vorstehe und denke, natürlich, das ist so logisch, aber ich bin nicht drauf gekommen. Irgendjemand anderes hat die Idee und ich finde das jedes Mal so toll. Könnte ich mich jedes Mal vor Freude überschlagen, wenn ich sowas sehe. Das ist auch tatsächlich etwas, was für mich Chaos ganz viel ausmacht, dass eben ganz viele Menschen zusammenkommen und ihre Ideen präsentieren und das wertschätzen, was andere machen konnten und auch selber Wertschätzung durchaus auch erfahren für das, was sie tun. Und am Ende, deswegen sage ich auch, wir sind alle so ein kleiner kreativer Haufen, weil wir alle irgendwie immer wieder drüber nachdenken, was kann ich irgendwie tun, was kann ich anders machen, und vielleicht hatte vorher niemand anderes diese Idee und irgendjemand wird sie mit Kusshand annehmen. Das wär, ja. Ich meine, noch gibt's, glaube ich, gar kein Logo, oder? Also ich kenne keins, aber das heißt nichts. Das stimmt. Das stimmt, aber das wäre, ja. Muss ich mal die Augen dann offen halten, wenn sowas irgendwie bei mir reinflattert, dass man sich da mal Gedanken macht. Vielleicht bin ich bis dahin, upsala, bin ich bis dahin auch mit diesem Grafiktablet ein bisschen vertrauter, als ich das heute bin. Das ist ja alles ein riesiges Abenteuer für mich gerade. Ja, einer der Mitkünstler hat geschrieben, ich kritzle auch nebenbei, leider kämpfe ich mit der Technik, sonst hättest du mein Kunstwerk schon auf Mastodon gefunden. Aber tolles Projekt, by the way. Ja, Mastodon, das ist auch, da muss ich zugeben, das ist ein Netzwerk, das muss mir irgendjemand noch mal genauer erklären. Ich mich da bisher noch nicht so richtig einfinden konnte mit den verschiedenen Räumen. Aber da werde ich mir mal Leute aus unserem hiesigen Chaos-Treff schnappen. Ich bin mir sehr sicher, dass es in Flensburg Leute gibt, die das sogar mitbetreiben. Davon gehe ich aus. Also zumindest, dass Leute sich damit auf jeden Fall auskennen. Mitbetreiben weiß ich tatsächlich gar nicht. Habe ich bisher noch keinen im Kopf. Aber das muss ja nichts heißen. Ich bin ja auch nur ein unwissender Mensch, der irgendwo auf diesem Planeten vor sich hin
existiert. Ah, was kann ich denn da mal reinmalen? Machen wir Dreiecke. Machen wir mal Dreiecke. Dreiecke sind gut. Ich glaube, so wo ich drüber gerade noch mal drüber nachdenke, ich denke mal, ich werde bestimmt irgendwie auf dem Kongress dann auch noch mal so eine Workshop-Session oder so machen, das gemeinsames Kritzeltreffen. Die Idee finde ich eigentlich wirklich schön, dass man da noch mal so ein bisschen mehr zusammensitzt, als man es jetzt zum Beispiel auch tut. Vielleicht zu deiner Motivation. Es gibt tatsächlich die erste geteilte Zeichnung auf, nein, die erste geteilte Kunstform, das ist ja gut, auf Twitter, die Menschen gemacht haben. Oh, sehr schön. Wie viel Zeit oder wie spät haben wir es denn jetzt? Sollen wir da eventuell schon reingucken? Das können wir tun. Soll ich dir im Zweifel einfach in Mumble den Link zu dem Bild da lassen, weil dein Screen ist der, der im Sharing ist? Das kannst du machen. Gucken wir uns das doch mal an, da bin ich ja ganz gespannt schon. Das sieht nach einer Hand aus. Das ist wirklich, ich gucke das gerade an und muss wirklich denken, ich habe in meinem Leben schon versucht, so viele Hände zu malen und sie sind wirklich, gerade wenn ich es am Handwerkkunst messe, das sind meine Feinde. Hände sind meine absoluten Feinde und sie sind auch fürchterlich schwer zu malen. Also das hätte ich tatsächlich auch kaum besser gekonnt, also gerade digital nicht, auf gar keinen Fall. Bin ja froh, wenn ich hier eine halbwegs gerade Linie gerade zeichnen kann. Hände sind auch wirklich sowas Irres, weil man denkt, das ist eine simple Form, ich sehe die jeden Tag, das kann gar nicht so schwer sein, dann versucht man das mal. Also Respekt, das ist schon wirklich, das mal einfach so aus dem Stegreif zu zeichnen, das sieht wirklich auch so aus, als wäre es in einer Linie gezeichnet. Also das hätte ich nicht besser hingekriegt. Das ist schon sehr krass, das Ding. Ein bisschen, ja, halt Kunst. Anatomisch, ja, Gott. Na gut, wer braucht anatomische Korrektheit? Für anatomische Korrektheit bin ich heute nicht hier. Ich bin dafür da, Kunst und Menschen, die Kunst machen, die sich trauen, das vielleicht dann auch heute zu teilen, zu bewundern und zu appreciaten. Dafür bin ich heute da. Und mehr Menschen scheinen das tun zu wollen, denn es gibt das Feedback. Spannend wäre sicherlich eine Jitsi-Session, wo jeder in Echtzeit seine Kunst im Entstehungsprozess zeigen kann und man sieht, wie sich die Kunst gegenseitig inspiriert. Ja, warum nicht? Klar.
wenn dafür jemand, wenn da Lust hat, jemand irgendwie für heute Abend ein Jitsi aufzusetzen, wo man sich vielleicht ein bisschen treffen kann, auf einen Chunk zusammensitzt und vielleicht mal sich da gegenseitig ein bisschen erfreut und unterstützt, ja. Dann gäbe es ja heute schon so eine Art gemeinsames Kritzeln. Auch da, ich bin ja nun mal technisch nicht der versierteste Mensch. Ich habe noch nie einen Jitsi-Server aufgesetzt. In der gesamten Corona-Zeit nicht einmal. Also da dürfen sich sonst im Zweifelsfall gerne Menschen auch bei mir in der Twitter-DM melden, die da irgendwie Lust haben, sich zusammenzutun. Das ist doch mal eine Ansage. Und das Feedback weist sich darauf hin, Mastodon, dem Channel, den man oder dem Raum, den man scheinbar folgen will, das ist chaos.social. Wie könnte es anders sein? Chaos.social. Okay, ja, muss ich mich vielleicht damit einfach nochmal auseinandersetzen, dass ich da nochmal reinkomme. Ich hoffe übrigens, dass man nicht gerade den Regen zu dolle hört. Hier fängt es gerade wieder an zu schütten. Das gute norddeutsche Wetter. Ich denke wieder zu viel drüber nach, was ich hier malen möchte. Einfach tun, Bier, einfach machen. Ich bin ganz fasziniert. Das ist überhaupt nicht das, wo ich eigentlich dachte, dass ich am Ende mit diesem Mandala lande. Aber das genau das macht das ja auch so spannend, die zu machen. Am Ende sieht es ganz anders aus, als man denkt. Die Gefahr hin, dass wir im Zweifelsfall kein volles mehr schaffen, fange ich jetzt trotzdem noch mal eins an. Aber ich glaube, diesmal wird es wieder ein rundes. Symmetrisch wäre ja auch zu einfach. Thank you.
Mastodon, nachdem du es vorhin ganz kurz von Mastodon hattest, haben dir jetzt tatsächlich Menschen auf Mastodon Bilder oder ein Lebewesen auf Mastodon ein Bild geschickt. Dann gucken wir doch gleich mal, ob wir das... Ich mag die Farben an der Spitze sehr. Ich meine, ich bin sowieso so ein kleiner Grünfreak. Ich liebe Grün. Das ist Palm Tentacle. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Ja, jetzt weil dann verstehe ich auch, was die braunen Punkte noch sind. Ich meine, auch da, mal komm erst mal auf die Idee, auf eine Tentakel eine Palme zu setzen. Warum nicht? Warum nicht? Wow. Das ist Kunst, aber das kann weg. Nein, ich finde nicht, dass das weg kann. Ich finde, dass das hier bleiben darf. Das hat genauso eine Daseinsberechtigung wie jedes andere Kunstwerk auch. Und manchmal ist auch die beste Berechtigung eines Kunstwerkes, dass man damit einfach geübt hat. Und gerade wenn es Üben ist, müssen Dinge nicht perfekt sein und sollen auch nicht perfekt sein. Übungen sind dazu da, dass ich Dinge falsch machen kann, sofern ich von falsch denn überhaupt reden kann. Weil mit Kunst, als Kunst kann ich nichts verkehrt machen. Ich kann höchstens etwas verkehrt machen, wenn ich von Kunst als Handwerk ausgehen möchte. Manchmal möchte man das, aber oft... Manchmal tut das tatsächlich gar nicht so gut, wenn man nur davon ausgeht, weil das fürchterlich frustrieren kann, wenn man nicht das schafft, was man möchte. Erstes Meisterwerk. Ja, ich nenne das jetzt Meisterwerk. Das ist sehr abstrakte Kunst. Das ist auch das Schöne an abstrakter Kunst. Weil da kann man sehr schnell mit sehr einfachen Mitteln sehr schöne Dinge machen. Das macht unheimlich viel Spaß, weil gerade abstrakte Kunst wirklich, man kann da wirklich einfach mal loslegen, ohne Angst zu haben. Es muss nicht nach was Bestimmten aussehen. Und manchmal macht es auch Spaß, oder zumindest geht es mir manchmal so, dass ich manche abstrakte Sachen, die ich mal gemalt habe, mir später angucke und überlege, was hast du denn damals gefühlt oder wolltest du damit vielleicht was darstellen? Also es verändert sich bei mir tatsächlich auch manchmal, ob ich nicht in abstrakten Bildern manchmal was anderes reinsehe, als ich das vielleicht beim Malen gemacht habe. Das ist manchmal ganz faszinierend. Ich finde zum Beispiel hier in der Ecke, das sieht für mich so ein bisschen aus wie ein Drache. Oder wie dieses eine Krokodil-Pokémon. Ganz spannend. Ich mag sowas. Also traut euch mehr, haut sowas raus. Und die Dolmetscherinnen grüßen dich und fragen, ob stille Kunst ist und ob sie Stille irgendwie übersetzen können. Ob sie Stille irgendwie übersetzen kann. Übersetzen wird eventuell schwer. Stille kann aber natürlich, natürlich kann das auch Kunst sein. Es gibt, das habe ich gerade im Theater ganz oft erlebt, dass da ganz viele Momente sehr bewusst still gestaltet werden. Oder im Film hat man das auch sehr oft, wenn ganz bewusst Musik zum Beispiel weggelassen wird und eine Szene sehr, sehr still wirkt. Das ist auf jeden Fall auch ein Teil von Kunst, mindestens, wenn es nicht auch eine eigene Kunst sein kann. Aber wenn ich jetzt natürlich nicht sage, ist das natürlich auch schwer zu übersetzen, das gebe ich gerne zu, falls die Frage darauf abzielen sollte. Abzieht, sehe ich natürlich nicht.
Aber die Wesen, die diesen Vortrag sehen, haben angefangen, mal Links zu Social Networks zusammen mit den entsprechenden Tags, um ihre Kunstwerke zu teilen. Und ich finde das mega. Ja, oder? Das ist toll, was Menschen in ihren Köpfen haben und aus ihren Köpfen rausbringen. Man glaubt gar nicht, wie schwer das ist, eine Linie halbwegs parallel zu ziehen. Arg! So, besser war das nicht. Besser war das nicht. Oh, ja, warum nicht? Blatt. Gott. Gut. Ich glaube, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, kriege ich das hier nicht mehr fertig. Aber das mache ich sonst bestimmt nochmal offline fertig. Dann haue ich das im Zweifelsfall über Twitter nochmal raus. Aber auf jeden Fall habe ich heute unheimlich viel Spaß gehabt. Aber eigentlich 4 Mandalas gemalt, 1 habe ich blöderweise gelöscht, aber da bin ich selber schuld. Ich freue mich tierisch, wie viele Leute jetzt gerade schon Dinge gepostet haben. Und ich werde da nachher nochmal, glaube ich, ganz viel Zeit verbringen, den Hashtag nochmal genauer anzugucken, was da vielleicht noch so alles reingeflattert ist oder reinflattern wird. Ich glaube, das werden viele tun. Ich würde mich tierisch drüber freuen, weil, ja, wie gesagt, das war ja die Idee dahinter, dass ein paar Leute Lust bekommen und sich einfach mal ausprobieren. Und ich finde, dass wir da auch schon jetzt Beispiele gesehen haben, die toll sind und die vielleicht nochmal den einen oder anderen weiteren dazu bringen, sich nochmal zu trauen und das einfach nochmal zu machen. Weil gerade wenn man einfach mal macht, wenn man das eine Weile ausprobiert, kann man sich selber dabei beobachten, wie viel passiert. Also so ging mir das jetzt zum Beispiel in der Woche mit diesem Grafiktablet. Ich habe so viel an Fortschritten gesehen. Das war wirklich unglaublich. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und wenn man da jetzt die Social Networks und das Pad mal irgendwie als Metrik heranzieht, hast du auf jeden Fall Erfolg damit gehabt, Menschen dazu zu inspirieren, sich da auch selber gerade mal mit zu beschäftigen. Ja, das freut mich sehr. Vielleicht findet der ein oder andere darin ein neues Hobby, eine neue Leidenschaft. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und diesen Menschen im Zweifelsfall auch. Oder das Wesen muss ich ja auch noch mal lernen. Ja, mir hat es auf jeden Fall unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das ist ein tolles Schlusswort. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank für das Live-Zeichnen. Und auch danke dafür, dass du dich getraut hast, mal was ganz anderes zu versuchen. Ich danke euch sehr fürs Drauf-Einlassen, fürs Mitmachen, fürs Fragen-Stellen, fürs Philosophieren. Es hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Und weiter geht's hier mit dem nächsten Talk, dann zum Thema kleines Orgelpfeifen-Update. Denkt dran, Leute, gebt Feedback, gerne auch weiter im Pad. Zum Format, zum Vortrag, zum Zeichnen. Wenn ihr Zeichnungen gemacht habt, shared die. Zumindest ich werde mich definitiv heute Abend mal hinsetzen und werde mal gucken, was Menschen so gepostet haben. Und super Format, vielen, vielen Dank. Ich danke euch.